Hey Leute, heute möchte ich euch ein kleines Review zu diesen Braindead for Me Kinderbestrengen geben. Also, viele von euch kennen die vielleicht, die sind von JFM, wie sie auch steht. Und ja, das sind halt die. Einer der wenigen Knabberstangen, wo es halt kein Plastik zum Befestigen ist, sondern hier ist einfach so, ich weiß nicht, wo es besteht. Ja, die Hamster können das mit Nagen schlucken und sie verletzen sie sich nicht dabei oder so. Und ja, des Weiteren ist diese Knabberstange auch ungesüßt. Also bei vielen Knabberstangen ist es so, dass die komplett klebrig schon ausschauen vom Zucker und Honig. Und das sollte man halt einem Hamster eher weniger geben. Vor allem einem Zwerghamster nicht. Und Hybriden auch nicht. Da Zwerghamster ziemlich schnell unter Diabetes leiden können. Wie ihr seht, ich habe hier nur mehr eine. Die ist nicht mehr mal ganz. So, eine. Viele geben dem Hamster oder Nagern die komplette Stange. Weil ich. Falls ihr euch wundert, warum ich da hinschaue, mein Hamster ist gerade wach. Ich gehe gerne mal rein. Seht ihr sie? Ja, da ist sie. Ich weiß auch nicht, warum sie das macht, wenn beim Futter oder so ein bisschen was hinfällt. Sie macht das halt gerne. Ja, ich öffne halt immer so teilweise, dass sie nicht zu viel bekommt. Also in so kleine Parts teile ich das. Das halt dann für 1,5 Wochen. Und ja, sie nagt das sehr, sehr gerne. Und viele geben ja nur die Knabberstange. Ich gebe noch so ein bisschen vom Hauptfutter. Nicht jetzt die ganze Portion, sondern so ein Viertel. Dass sie halt nicht nur das isst. Und trotzdem sehr. Wenn man zum Beispiel jetzt, viele hängen das jetzt auf, aber bei meinem Nagarium ist es halt nicht möglich. So lege ich die halt einfach wohin und sie nagt wirklich sehr gerne daran. Ich kann euch mal Bilder einfügen, wie sie daran herumnagt und so. Und ja, also. Wahrscheinlich kennen das echt viele von euch schon. Und ich rate euch echt, das hier zu kaufen, anstatt irgendwelche von die übersehen Zucker und so sind. Und müssen. Und ja. Ich weiß, es ist ein bisschen teurer. Ich glaube 3 Euro pro so ein Doppelpack, aber. Man will ja auch immer Gutes tun für seine kleinen Babys. So, ich habe hier diese solche Gänseblümchen Kornblüte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, Gänseblümchen Kornblüte. Meine kleine Schwester hat mir das mal geschenkt. So, einfach so, weil sie lieb ist. Und ja, so, kauft lieber das anstatt irgendwas anderes. Und tschüss.